Willkommen hier bei Matur Racing in der Box 15. Wir bereiten uns gerade vor auf das 24-Stunden-Rennen, was diesen Samstag und Sonntag laufen wird. Hier zeigen wir euch heute mal so ein bisschen, was passiert vorher. Neben natürlich dem Anreisen an die Strecke und dem Ausladen der Fahrzeuge werden noch die letzten Kleinigkeiten an den Fahrzeugen gemacht. Heißt Aufkleber, noch die letzten kleinen technischen Änderungen, vielleicht nochmal hier und dort ein Namensaufkleber. Aber ich zeige euch mal, welche Autos dieses Jahr für ABA fahren werden. Wir haben hier als erstes unseren Mercedes-AMG GT4 mit der Startnummer 75. Die GT4 wird halt dieses Jahr erstmal mit unserem Auto irgendwie bespielt. Dann haben wir hier einen weiteren GT4, das ist der Cayman GT4 Clubsport und da hinten ist noch ein Cayman GT4 Clubsport. Die sind jetzt weitestgehend vorbereitet. Was normalerweise jetzt passiert ist, dass die Fahrer langsam alle ankommen, einer nach dem anderen seinen Papierkram fertig macht, Helme und Anzüge dann nochmal abnehmen lässt. Das heißt, auf jeden Helm kommt nochmal ein Siegel drauf, ja, ist für sicher und in Ordnung befunden worden. Und danach geht es heute Nachmittag zum Beispiel noch in die Adenauer Racing Days, runter nach Adenau. Da kann man ab 17 Uhr, glaube ich, sich noch einen schönen Ausblick gönnen auf alle GT4-Fahrzeuge und GT3-Fahrzeuge. Dann bis später.